So, in der letzten Folge haben wir recht viel Kleinkram erledigt. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie es unten aussieht. Und ich sollte schön die Zeit weiterlaufen lassen, denn wir haben ganz viel zu tun. Also fast alle Zwerge haben was zu tun. Die Zeit müsste nun endlich mal weitergehen. Heißt, ich werde mich versuchen, in dieser Folge ein bisschen zurückzuhalten. So, hier war unsere Mine, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen hier nach unten gucken. Einmal zu unserem Schießstand. Und dann auch hier ganz runter. Oh, Edelsteine. Hier ganz runter bis zu der Etage, damit wir dann hier nach oben buddeln können, um unseren Brunnen zu bauen. Was eine recht gefährliche Angelegenheit werden wird. Das heißt, wir sollten dann auf jeden Fall, bevor wir den Brunnen bauen, auch die Gänge hier mit Fallen sichern und mit Türen und mit so ziemlich allem anderen auch. Dass, falls da was durch den Brunnen durchkommt, dass es nicht sofort unser ganzes Dorf unser ganzes Fort zerfetzt. Und nebenbei bauen wir jede Menge Gold ab. Sehr schön. Aber das wird noch eine ganze Weile hier dauern. Und jemand schmeißt eine Party. Wir haben kein Fett mehr, ist okay. Wir haben keine Plump-Helmet-Spawns mehr. Das glaube ich doch nicht. Gucken wir mal ganz nach oben. Inzwischen ist unser Fort übrigens ganz schön groß. Also unser Turm Nummer 1 hier. Wenn man von ganz oben nach ganz unten einmal runterzoomt, das sind schon richtig viele Etagen. Ach, deswegen hat er wahrscheinlich gemeckert. Weil das Feld hier voll ist. Oder die Samen gerade in irgendeiner Tasche rumgetragen wurden. Naja, da sehe ich aber schon das nächste Problem, was wir haben. Wir haben ganz viele Käfige voller Goblins. Und das da unten mit den Mechanismen aufbauen, dauert irgendwie immer viel zu lange. Da habe ich aber auch einen sehr hilfreichen Kommentar bekommen. Wir könnten doch einfach, ich scroll mal hin, hier irgendwo ein Loch buddeln und eine Etage drunter ein Auffangbecken. Und das Auffangbecken dann soll mit dem Gang kombinieren und da eine Tür reinbauen. Das heißt, die Goblins werden von oben runtergeschmissen und im Idealfall wartet dann schon unten unsere Miliz auf die. Dann müssen wir nicht jedes Mal extra die Dingens bauen, die Mechanismen, also vom Schalter zu den Käfigen. So, eine Elfenkarawane kommt. Die Elfenkarawane wollen wir aber gar nicht. Haben wir irgendwelche Zwerge draußen? Wenn nicht, bin ich dafür, wir machen jetzt einfach mal die Tür zu und gucken, was passiert. Ich sehe keine. Wenn, dann würden sie wahrscheinlich eh nur in den Untergrund laufen. Also da kommen die Elfen. Da liegt noch was rum. Was können wir auch später einsammeln. Keiner, keiner, keiner. Und hier wird's unübersichtlich. Ich flieg mal drüber mit meinen Augen. Aber ich sehe keinen Zwerg. Da gab es auch noch einen Tipp. Ich bekomme in letzter Zeit sehr viele hilfreiche Tipps. Das finde ich echt super. Ich lerne tierisch viel dazu bei dem Spiel. Wir haben ja einen Bunker-Burrow gebaut. Also designiert. Das heißt, hier oben, kommen alle Zwerge hin, wenn ich den Alarm auslöse. Wir könnten aber noch einen Burrow machen, der das ganze Fort drin einschließt. Das heißt, sobald wir den Alarm auslösen, kann kein Zwerg mehr rausgehen. Aber sie können auch ihre normalen Arbeiten nachgehen. Weil wenn ich jetzt meinen Alarm aktiviere, hocken die alle hier in dem kleinen Bunker und haben nichts zu tun. Das ist natürlich nicht so toll. Also drücke ich mal ganz kurz. Also das wird nicht ganz kurz sein, das wird eine ganze Ecke dauern. Aber ich drücke mal ganz kurz. Make Burrow. W. Ich hätte gern einen neuen Burrow. Und den nenne ich... Wo ist das umbenennen? Define this Burrow. Zick. Name. Nicht USB. Inside. So, und jetzt hätte ich gerne Enter Start Rectangle. Da nehme ich jetzt alles, was wir haben. Ich muss nur dran denken, jedes Mal, wenn wir unsere... Was zur Hölle machst du da? So, das ist jetzt alles blau unterlegt. Jedes Mal, wenn ich irgendetwas ausbaue... Jetzt habe ich ein neues Untergeschoss oder einen Seitengang oder sonst was, muss ich unbedingt dran denken, das dem Burrow hier hinzuzufügen. Das wird eine Menge Arbeit, aber langfristig ist das eine gute Idee. So, hier ein bisschen weiter raus. Und warum hocken die Tiere da alle auf dem Haufen? Sieht komisch aus. Also eigentlich ist das hier alles ein Pasture. Also sie könnten sich da frei bewegen. Na gut, das müssen wir im Auge behalten. Weiter hoch geht es. Doch, hier geht es noch hin.
Ja, die Nahrungsmittelversorgung sollte schon mit in dem Barrel drin sein. So, haben wir auch. Haben wir auch. Oh, die Etage ist groß. Machen wir erstmal den Turm Nummer 2. So. Unseren Turm Nummer 1 mit den Baracken daneben. So, und den Gang hier unten nehmen wir gar nicht erst mit rein, damit ja kein Zivilist da reinläuft. So, gleich weiter runter. So, hier haben wir unsere Holz- und Steinverarbeitung und Wohnräume Nummer 2, die wir bisher noch gar nicht gebraucht haben. Und wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen werden, denn wir haben doch schon recht viele Zwerge verloren. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Bereitschaft nieder, hier hin migrieren zu wollen. Obwohl, ich glaube, momentan können eh gar keine Migranten kommen, weil wir genau an unserem Cap sind. Ich hatte ja mal ganz am Anfang eingestellt, dass wir ein Population Cap von 55 haben. Das wurde dann mal eben mit 20 Zwergen drüber überschritten. Aber die 20 Zwerge sind ja inzwischen tot. Ich könnte also theoretisch im Lazy New Pack einstellen oder allgemein in den Innis einstellen, dass das Population Cap aufgehoben wird. Dann kriegen wir auf jeden Fall neue Zwerge. Aber wollen wir das überhaupt? Neue Zwerge bedeutet erstmal wieder mehr Micromanagement und eventuell werden wir dann noch höher gestuft. Also was unseren Adelsstand angeht. Momentan sind wir ja ein County und das geht dann noch höher und noch höher und noch höher. Und je höher es wird, desto mehr Probleme kommen damit. Oh, unsere Minen sind echt riesig. Aber die hätte ich trotzdem ganz gerne mit drin, dass man wenigstens ein bisschen was abarbeiten kann zwischendurch. So. Also ja, das muss ich mir noch überlegen, ob wir mehr Zwerge haben wollen oder nicht. Denn mit den 55, die wir jetzt haben, so um den Dreh, kommen wir eigentlich ganz gut klar. Wir haben für jede Berufsgruppe mindestens ein, wenn nicht sogar zwei, drei. Das heißt, alles wird relativ schnell hergestellt. Wir haben auch fast alles, um uns selbst zu versorgen. Was jetzt halt noch fehlt, ist der Brunnen, da arbeiten wir dran. Und die Essensproduktion. Denn ein Großteil von dem, was wir haben, ist halt noch Restbestand. Neu produzieren tun wir eigentlich nur mit dem Fleisch von den Hunden, die wir schlachten, was nicht wirklich viele sind. Und dem Fett aus den Hunden und was haben wir noch? Kräuter sammeln tun wir nicht. Wir könnten Pflanzen verkochen. Aber ich weiß nicht, ob inzwischen auch beim Kochen die Samen zurückbleiben oder ob die vernichtet werden. Das wäre natürlich ideal, wenn die Samen erhalten bleiben, aber das wäre dann auch ein bisschen zu einfach. Ich glaube, das werden sie nicht rausgenommen haben. Aber sollte ich auf jeden Fall im Auge behalten. So, wir sind jetzt schon, während ich die ganze Zeit geplappert habe, hier unten angekommen. Da wird der Barrow nicht wirklich viel helfen. Aber das müssen wir später dann einfach noch ein bisschen ausbauen. So, unterste Etage. Fertig. Das ist jetzt also unser Inside. Kann man da noch irgendwas einstellen? Wir könnten eine Farbe geben, wir könnten Symbole reinpacken. Nee, brauchen wir alles nicht. Nö, gut. Escape. Escape. Dann drücken wir mal M und A für Alert. Machen dann hier Inside und drücken mal Aktiv. Wenn jetzt... Nicht im Bunker. Da, bitteschön. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, denn so gut kenne ich mich mit dem Alarmsystem hier noch nicht aus, müssten jetzt eigentlich alle Zwerge einfach nur in dem Fort drin bleiben und sonst alle weiteren Aufgaben nachgehen können, die halt im Fort sind. Und die Zwerge meckern. Ein Mason kann nichts bauen. Ein Mechaniker kann nicht an seinen Drop-Off. EV und Cancel Process Plan, Forbidden Area. Das sind aber zu wenige. Also wenn sie jetzt alle zum Bunker gelaufen wären, dann wäre das hier alles voll mit roten Nachrichten. Aber es sind nur 5-6 Stück. Und die arbeiten hier unten noch fleißig weiter, obwohl sie da eigentlich gar nicht arbeiten dürften, weil das gar nicht mehr zum Burrow gehört. Ich guck mal kurz hoch, sind die jetzt alle hier oben drin? Wo ist unser Bunker? Es sind schon recht viele da, aber der Rest arbeitet hier fleißig weiter. Komisch. Gucken wir mal genau nach. Also, ein Drop-Off kann nicht erreicht werden. Das ist verständlich. Vielleicht ist ja irgendwo draußen was gewesen. Ich hätte gerne mal den Koch. Er kann keine Pflanzen prozessieren.
Das ist ja leicht zu überprüfen, denn wir können nur hier die Pflanzen prozessieren. Und das müsste eigentlich zum Burrow gehören. Burrow war W. Inside. Definieren. Oh, ich habe vergessen, diese Etage mit reinzupacken. Ah ja, komisch. So. Ja, habe ich doch glatt übersehen. Das machen wir auch noch mit rein, damit sie die Treppe benutzen können. Und die Treppe habe ich auch nicht. Hä? Oh, ich habe hier ganz viel übersehen. Ich habe mich immer nur oben auf die Minen konzentriert. So, jetzt aber Zeit weiterlaufen lassen. Also, eine Butcher-Nachricht und noch eine Butcher-Nachricht. Warten wir ein bisschen und gucken, ob danach irgendwo rote Nachrichten auftauchen. Ich sehe schon ein paar eintrudeln. Warten wir noch ein bisschen. Ach, und ich habe vergessen, die Elfen auszusperren. Mist. Na gut. Wir haben kein Fett und wir haben keine Wasserressource. Das ist soweit okay. Jetzt können wir den Alarm wieder aufheben. Er scheint zu funktionieren. Also die Zwerge sind alle drin geblieben, haben nicht gemeckert und haben fleißig weiter ihre Arbeit gemacht. Das heißt, wir lösen den Alarm jetzt wieder auf. Inaktiv. Damit der arme Leberfriesel rauslaufen kann, was zu trinken holen für seinen Patienten. Was machen wir mit den Elfen? Ich habe eigentlich nicht wirklich Lust, mit den Handel zu treiben, weil die haben nichts, was wir gebrauchen können. Die haben Stoff, aber sie haben die falsche Stoffart. Sie haben Käfige mit Tieren drin, die wir nicht unbedingt brauchen. Die wir aber schlachten könnten. Und deren ganzes Essen könnten wir nehmen. Ja, okay. Dann suchen wir mal unsere Crafts raus. Auch wenn ich in den letzten, ich glaube, 10 Folgen oder so kaum was hergestellt habe, haben wir noch gut was an Restposten. Das scheint zu passen. Wir müssen jetzt wieder darauf achten, dass wir keine Holzsachen vertauschen. Das ist so nervig mit den Elfen. So, während die jetzt alle da rumwuseln, gucke ich mal, ob wir noch irgendwo was anschmeißen könnten. Wir sollten später die Rüstung, die hier beim Eingang liegt, noch claimen. Wir sollten gucken, ob neue Hunde geboren werden und wenn nicht, mehr schlachten. Wir sollten hier in jedem Zimmer noch ein Cabinet reinstellen. Das könnten wir machen. JM. Wir hätten gerne ein Wooden Kabinett. 30 Stück. So. Dann können wir später weiter die Blöcke bauen. Das ist alles okay. Wir bräuchten, glaube ich, noch gute Betten. Also um da unten und hier rechts überall ein Bett reinzustellen. Denn ich sehe auf dem Stockpile 1, 2, 3, 4, 5 Betten. Hier unten vielleicht noch irgendwo. 6, 7 Betten. Und wir wissen nicht, was für eine Qualität die haben. Ah, hier unten sind noch welche. 8, 19. Okay. Schmeißen wir nochmal 10 an. Das war Construct Bed. Ja, nee, nicht Traction Bed. Da haben wir schon 2 von. Bitte nochmal 10 Stück. Und inzwischen müssten wir eigentlich genug Stoff haben. Also sagen wir mal, wir hätten gerne Cloth, Shirt, erstmal nur 10. So. Zurück zu den Elfen. Ist Gerugan schon da? Ja, ist da. Können wir schon handeln? Ja, nein. Tee? Ja, wir können doch handeln. So, also jede Menge Seile, Stoff, das brauchen wir alles nicht. Puzzlebox aus Holz brauchen wir auch nicht. Käfige. Ja, ich glaube, ein paar Käfige nehme ich mit. Kosten fast nichts. Und wir haben ja eh durchgehend Mangel. Solange bis wir unsere verbesserte Arena gebaut haben, wo wir einfach nur alles runterschmeißen. Und ja, das ist eine Verbesserung. Das ist Hightech. Barrel. So. Noch ein paar Fässer. Kann auch nicht schaden. Und jetzt hätte ich gern... Oh, Buckets. Die brauchen wir eh für den Brunnen. Okay, wir brauchen eigentlich nur einen, aber kosten ja nichts. So, jetzt aber runter zum Essen. Prickleberries, das sieht doch gut aus. Wie viele Seiten Essen haben wir denn? 1, 2, 3. Nö. Nur 2 Seiten Essen. Das ist nicht wirklich viel. Aber gut. Nehmen wir alles mit. Und in den nächsten Folgen muss ich mich echt vorher im Wiki mal informieren, wie ich das mit dem Essen am besten mache. Also ob wir jetzt irgendwie die Hühner dazu bringen, mehr zu produzieren oder sich weiter zu vermehren. Oder ob wir einfach irgendwelche Pflanzen verkochen und mit den Samen nur ein bisschen aufpassen müssen. Das muss ich dann halt gucken. Socken wollen wir nicht verkaufen, Trouser auch nicht. Kaputte Klamotten können alle weg.
Ganz viele Klamotten können alle weg. Wir müllen jetzt die Elfen mit Lumpen zu. War nicht schlecht. Ja, das wird langsam echt viel. Gut, dass wir noch rechtzeitig den Kommentar bekommen haben, dass wir ganz, ganz schnell Kleidung herstellen sollten. Und wir sind jetzt schon im Plus. Allein durch die ganzen Lumpen. Auch nicht schlecht. Noch irgendwo welche? Ja, überall. So, der Elfenhändler hat jetzt schon 100% Gewinn. Dadurch wird er sich freuen. Und er ist zufrieden. Der hätte statisch sein müssen bei 100% Profit. Aber gut, es sind halt Elfen, die sind ein bisschen genügsamer und zurückhaltender. Machen wir jetzt aber erstmal wieder einen kleinen Cut und in der nächsten Folge gucken wir, wie weit das jetzt unten geworden ist mit dem Brunnen. Denn ich würde schon ganz gerne langsam die Türe zumachen, um denn wirklich geschützt zu sein. Also bis gleich.